Wo sind wir gerade? Was machen wir gerade? Und die Filter los, wechseln los. Vom Auto. Jetzt können wir nicht weiterfahren. Ich bin so froh, weil heute die 31. Drehzeit war und noch so klappt es zu. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute Ziehstieg, den 31.12.2019 und heute ist der letzte Tag von diesem Jahr angebrochen. Wir haben es jetzt kurz nach zwei. Wir haben unsere Rest Area in Luth Bay verlassen und sind jetzt in Port Lincoln. Der Grund, warum wir hier sind, ist, weil ein Lämpli blinkt hat, die ist am Auto. Wir haben zum Glück eine tolle, kompetente Toyota-Vertretung gefunden, die uns den Filter ausgewechselt hat vom Benzin oder irgendwie vom Motor auf jeden Fall. Die haben das so schnell wie möglich können beheben. Jetzt sind wir hier borsten noch ein paar Sachen einkaufen und genießen jetzt gerade noch ein bisschen die Luft. Wir haben jetzt gerade ein halbes Poulet gegessen und sind noch ein bisschen am Chillen, bevor wir weiterfahren. Und heute schon recht früh unseren Lagerplatz suchen, weil wir Angst haben, dass wir heute Abend sonst nichts mehr finden. Ja, und wer das Video kennt vom Januar 2019, wir sind hier gewesen, sind das erste Mal Helikopter geflogen und es ist einfach toll gewesen. Wir nehmen euch jetzt einfach noch ein bisschen mit. Bis später. Also wir sind jetzt aus Port Lincoln rausgefahren und befinden uns jetzt an der Mount Dutton Bay und es hat hier einen Campingplatz, da sind wir jetzt ganz zufällig gelandet in dem Ort und es ist mega schön und wir haben gesagt, wenn das Farmstay da auf der anderen Seite von der Bucht nicht ist, dann kommen wir mal her und werden hier übernachten. Und es ist total schön und friedlich und wir sind immer wieder erstaunt, welche Orte sich da auftun, obwohl wir die Strecke ja schon mal gefahren sind. Und jetzt wird uns erstmal bewusst, dass wir viele Dinge gar nicht angeschaut haben. Das holen wir jetzt nach. Ist noch mega herzig gemacht, weil das ist so eine Art Picknick-Area da. Und da kann man im Schatten sitzen. Mit in der prallen Sonne und einfach nur mal geniessen. Es ist mega schön da. Ich möchte gerne an dieser Stelle noch erwähnen, dass es sich immer lohnt, noch ein bisschen weiter zu fahren und dort anzustehen, wo nicht so viele Touristen sind.
Sehr gut. Und dir? Auch sehr gut. Ist voll schön. So grün, so Australien diesmal. Alles Mögliche, von Bürsti bis erster Sandsturm bis in die Arktis. Scheiße. Ganz hinten, da ist ein riesengroßer See, der ist vollkommen austrocknet und man sieht einfach nur noch die Wiesenkruste. Die Australier sind sehr freundlich, sie winken und huben und haben Freude auf meiner Stimme. Ja. Yippie! Alles Gute fürs neue Jahr, ein guter Rutsch, viel Gesundheit, Glück. Genau, und kommt auf jeden Fall nach Australien, weil hier ist es so geil. Jo, genau. Wir haben es jetzt 7:30 am Abend und es bedeutet, wir sind in 4,5 Stunden schon im neuen Jahr. Die erste oder so. Yeah. Ja, fast die erste, oder? Genau, Samoa ist nach vorne, da sind wir letztes Jahr gewesen. Wir haben uns für heute eine absolute Traumdestination ohne Feuerwerk ausgesucht, mitten in der Pampas am Greenlee Beach. Man hört es vielleicht schon im Hintergrund. Mal nach die drei hier da, das ist der Greenlee Beach. Yay! Und unser Rusty, die steht da oben irgendwo dort hinter uns da. Hügel. Genau, und da werden wir heute Nacht drin schlafen. Jawohl. Und aber wie gesagt, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles, alles Liebe. Bleibt lebensfroh, weil wir sind lebensfroh. So sowieso. Wie genau, wie so wie wir. Yay. Yeah. Macht's gut. Bis ciao. Bald. Bis tschüss. Bald. Tschüss. Happy New Year!